Der Löschturm Ost der Kokerei von ArcelorMittal Bottrop wird seit einigen Monaten saniert. Die Löschtürme löschen den Koks direkt nach der Produktion ab, um das Verbrennen des Kokses zu vermeiden. Der Holzbau hat eine gewisse Lebensdauer, die ist nach 30 Jahren erreicht. Genauso sieht es mit den Emissionsschutzeinbauten aus, die innen im Turm sitzen. Die sind zum Großteil auch aus Holz und aus Hartplastik, Verbundstoffen, die zum Abprallen oder zum Abscheiden der Kokspartikel dienen, die beim Löschvorgang mit dem Dampf mit hochgeschleudert werden. Und diese Einbauten haben ebenfalls ihr Lebensende erreicht nach 30 Jahren und mussten dringend ersetzt werden. Hinzu kam, dass der Betonbau nach 30 Jahren auch sanierungsbedürftig wurde, genauso wie der Klinkerbau. Das hat die Gründe, es dringen im Normalfall Chloride in den Beton ein, die zersetzen die Eisen und das muss geprüft werden nach 30 Jahren. Und um dieses weiterhin zu verhindern, wurde der Beton erneuert in Teilen und ein Oberflächenschutzsystem aufgebracht und die schützenden Klinker, die vor einigen Betonteilen sitzen, mussten dafür demontiert oder abgebrochen werden, neu aufgemauert werden, zurückgeankert werden. Und in dem Zuge, da man alle Rohrleitungen und elektrischen Anlagen für diese Arbeiten demontieren musste, wurden diese neu vermessen, was Wandstärken angeht, zum Beispiel für Rohrleitungen, und ersetzt. Der Koks wird natürlich aus dem Ofen ausgedrückt, hat über 1000 Grad, ist eine Menge von ca. 37 bis 38 Tonnen im Löschwagen. Und er muss ja abgelöscht werden, er soll ja nicht verbrennen. Er kommt ja dann an die freie Oberfläche, kriegt Luftzufuhr und würde verbrennen, wenn wir ihn nicht ablöschen würden. Also fahren wir in Richtung Löschturm. Wenn dann in dem Löschturm der Wagen, der den Koks aufgenommen hat, steht, wird die Löschung ausgelöst. Dabei werden 85 bis 90.000 Liter Wasser in sehr kurzer Zeit auf den Koks gebracht, was dann auch zum Verdampfen des Wassers führt, was man immer an den Rauchschwaden oder an den Dampfschwaden sehen kann, weil das ist reiner Wasserdampf. Und während dieses Prozesses verdampfen ca. 25.000 bis 30.000 Liter Wasser. Der Restwasser wird in einer Tasse gefangen, den Koksgussklärbecken zugeleitet und wiederverwendet. Wir haben die Einbauten erneuert, oder wir bauen ganz neue Einbauten mit in den neuen Schlot ein. Diese Einbauten haben den Vorteil, zum einen sind sie natürlich wieder zu 100% neu, also auch 100% funktionsfähig im Vergleich zu den alten, die natürlich schon den einen oder anderen Verschleiß gezeigt haben. Im Vergleich zu den vorherigen Einbauten schließen wir alle Randgängigkeiten, also diese Einbauten werden von oben in den Schlot gehoben und dann hat man natürlich aufgrund auch der Krantätigkeit ein gewisses Spaltmaß zu den Rändern des Holzschlotes selber. Diese Randgängigkeiten, so nennt man die, werden geschlossen, sodass der Dampf wirklich gezwungen ist, nur die Emissionsschutzeinbauten zu passieren. Gleichzeitig ist in dem Turm im unteren Teil des Holzschlotes gibt es eine Bedüsung, man nennt die Schwanbedüsung. Da wird Wasser eingespritzt über gewisse Düsen, um Staubteile zu binden, um diese leichter abscheiden zu können in den Emissionsschutzeinbauten. Diese Einbauten haben wir optimiert. Wir versehen die mit etwas höherem Druck und wir haben die Düsen gedreht, weil eine Studie hat eindeutig gezeigt, dass das Bindeverhalten der Tropfen besser ist, wenn es mit der Strömung eingebracht wird, statt gegen die Strömung. Wir versprechen uns natürlich auch zukünftig, wie vorher aber auch, die geforderten Grenzwerte, was Emissionen an diesem Turm angeht, einzuhalten. Aber die Erfahrungen im Westen, also im zweiten Turm, der 2015 erneuert wurde, haben gezeigt, dass wir die Emissionswerte um ca. 50% senken können.